So, Sie dürfen vielleicht an seinen. So, Sie kommen aus Ungarn, aus Ungarn, Budapest. Aus Ungarn. Woher kennen Sie uns? Wir waren schon, also ich war schon dreimal auf Exerzitien bei Ihnen. Ja. Und da haben wir uns auch getroffen. Ja, sprechen Sie. Ja, gerne. Und warum steht er da? Weil er bei ihm die Heilung angefangen hat. Es sind sehr große Fortschritte passiert. So, ich kann dann kurz erklären, wo wir vor 2 Jahren, war er erst vor 2 Jahren erst einmal, in Ungarn bei unserem Programm, er kam mit so einem Geschwulst. Von Weitem habe ich gemeint, er trägt was. Und in der Nähe habe ich festgestellt, schrecklich ausgesehen. Er versteht ja Deutsch nicht. Wen sage ich das? So ein Geschwulst. Ja, er kommt. Was ist geschehen? Jetzt waren wir, wann waren wir? Vor 2 Monaten? Ja, vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten waren wir dort. Hatte jemand ein Exerzitien organisiert, das sage ich wieder. Und dann, ich habe ihn nicht mehr gekannt. Das Ganze war weg. Halleluja. Jesus hat angefangen zum Heilen. Erstmal das Ganze weggenommen. Es ist noch nicht ganz fertig mit der Heilung. Und er ist gekommen für eine Woche, einen Urlaub mit Jesus zu machen. Und zwar für euch ist Anbetung, Nachtanbetung. Machen 2. Die sind extra 3, sind von Ungarn gekommen, hier bei Jesus zu sitzen, in Dankbarkeit. Sind viele geheilt worden. Nicht alle kommen zurück. So wie auch die 10 Leprakranke. Nur einer kam zurück. So sind, wenn 10 geheilt werden, kommen einer zurück. So, da sind sie alle 2 gekommen. Gut. Danke schön. Das war's schön. So. Was? Du sagst nichts. So. Das ist Eva. Wie heißen Sie? Nevetek. Sándor. Sándor. Réka. Und sie ist Doktor, Ärztin. Und er hat plötzlich, man hat Knochenkrebs festgestellt bei ihm. Willst du das übersetzen? Ja. Nee, was ich sage übersetzen. Oder er sagt kurz. Sagt er kurz. Jó. A születésnapomon diagnosztizáltak. An seinem Geburtstag wurde die Diagnose gestellt. Was gestellt, Diagnose? Dass es ein Knochenkrebs ist. Knochenkrebs. Vor 2 Jahren war das und man hat ihm gesagt, er hätte noch 2 Wochen zu leben. Was hättet ihr gemacht an seiner Stelle? Azt mondtam, hogy Uram, nekem még van 20 évi programom. Herr, ich habe noch 20, für 20 Jahre Programm, hat er gesagt. Was arbeitet er? És egyből mi jött, munkád, mi a munkád? Filmrendező vagy. Ez filmregisszőr. És egyből jött a válasz, hogy ez a 20 éves program, ez 40 évvel ezelőtt is megvolt. Die Antwort war, diese 20 Jahre Programm war vor 40 Jahren auch schon da. Fehér volt a hajam, 64 Kilo voltam, és halottak voltak a körmeim. Er war ganz greis geworden, seine Fingernägel sind abgestorben. 64 Kilo. Ja, 64 Kilo hat er gewogen. Két helyen eltört egy csigolyám. Er hatte 2 Frakturen von Knochen. A bordám megrepett. Ja, die... Brauche nicht so viel erzählen. Nein, ich sage weiter. Egy telefonhívás során eljutottam a nővérhez. Ja, durch einen Telefonanruf ist er zur Schwester gekommen. Von mir? Nein, durch einen Bekannten. Ah, so, Jósz. Okay. Nem tudtam vinni a bőröndömet,
nagyon, nagyon gyenge voltam, külön egy ágyat tartottak nekem. Ez sehr schwach gewesen, hat ein extra Bett bekommen, weil Schwierigkeiten auch am Leben. Was sollte Josef sagen? Dann hat eingeladen, oder so exerzitieren. Mit mondott Josef. Mondta, hogy ülj be az autómba, elviszlek főzéradványba, ott a nővér imádkozni fog feletted, és majd meglátjuk, mi lesz. Also, ein Bekannter von ihm hat ihn dahin gefahren und gesagt, also nach Füzéradvány in Ungarn, wo die Exerzitia stattgefunden hat. Unser Programm. Ja, das Programm von Schwester Margarita. Und dann hat er gesagt, dass da für dich gebetet wird. Nem gyógyultam meg. Und da ist er aber noch nicht geheilt worden. Da ist nichts passiert, weil der junge Mann nicht offen war für Jesus und für sein Reich. Ilyen pici volt, nur so viel geglaubt hatte. Ich kann schon übersetzen. So viel nur. Ich kann Ungarisch, jawohl. Und dann? De kaptam időt. Aber er hat Zeit gewonnen. És erőt. Und Kraft. Hazamentem. Er ist nach Hause gefahren. Azt mondtam a feleségemnek, hogy menjünk el még egyszer a nővérhez, de együtt. Und dann hat er seine Frau gesagt, wir sollten unbedingt noch mal zur Schwester gehen, aber zusammen. Mert én mellette lettem beteg, nem egyedül. Weil ich nicht alleine krank geworden bin, sondern neben dir. És hogy neked is szükséged van gyógyulásra. Und dass du auch Heilung brauchst. Elmentünk Zentára. Und dann sind sie nach Zenta gegangen. Elkéstünk, természetesen. Ezt hagyjuk. Jó, elkéstünk. Hagyjuk. Jó. Odaértünk. A nővér és Huber atya csodálatosan vezettek minket, főleg engem, tehát a többi beteggel együtt Jézus elé. Von Vater Huber und Schwester Margarita sind sie auf wunderbare Weise zu Jesus geführt worden. Zentáig azt hittem, hogy én már mindenkinek megbocsájtottam. Er hat gemeint, dass er allen vergeben hat bereits. De önbád mindig marad bennem. Aber Selbstverschuldung ist immer noch geblieben. Azt is sikerült letenni. Schuldgefühle geblieben. Schuldgefühle, und das konnte er auch alles ablegen. Ott azt is sikerült letenni. És meggyógyultam, 2 perc alatt. Und innerhalb von 2 Minuten ist er geheilt worden. Das erzähle ich jetzt. Das erste Mal war er enttäuscht, er hat gar nichts mitgemacht. So wie der gekommen ist er fortgegangen. Das war in Ungarn. Dann waren wir in Serbien bei der Exerzitien. Dann kam er mit seiner Frau zusammen. Diese Frau war ganz ernst und konnte nicht lächeln. Jetzt kann sie lächeln. Hat sie schon verstanden? I am cute now. Yes. Okay. Und dann hat sie hat immer geguckt, ob er geheilt wird. Das ist ja schlimm. So krank. Letztes Stadium. Vielleicht 2 Wochen noch Zeit zum Leben. Das meinen die Ärzte, aber Jesus nicht. Und dann kam er so ganz schmal und im Rücken so, weil das ganze Knochenkrebs so tief drin war. Er konnte ja nicht richtig stehen. Und wir beide haben Hand aufgelegt. Und er weiß das, wenn wir beten, wann warm wird. Dann wissen die, wir fragen immer, ist es heiß bei dir, warm? Jesus hat angefangen heilen oder so. Und in diesem Moment hat er Wärme gespürt. Dann hat er gesagt, ich bin geheilt. In 2 Minuten hat er so gemacht. Und das werde ich nie vergessen. Also, das war so eine Freude. Dann habe ich gesagt, ja, du bist geheilt, habe ich gesagt. Und dann ist er zum Arzt. A nevemet nem tudtam kimondani örömömbe. Er konnte seinen eigenen Namen nicht aussprechen, so viel Freude hat er verspürt. Sírtam és nevettem egyszerre. Ja, das Weinen und das Lachen war zusammen. És azt szerettem volna, hogy ez a 2 perc soha ne érjen véget. Und er hatte sich gewünscht, dass diese 2 Minuten nie enden sollten. Jézus karjaiban gyógyulni csodálatos. Es ist wunderbar, in den Armen Jesu geheilt zu werden. Lebt dieser Jesus auch heute unter uns? Ja. Ist er wirklich da? Ja. Auch in Ungarn ist er da. Ist ja. Dort. Überall, wo wir sind, ist Jesus da. Wir spüren das, Jesus. Ja. Und sie freut sich.
Seitdem arbeitet sie. You are going to Africa. Africa, yeah, yes. Four times. Nigeria, Congo. Why? Because he is here. I was at home because of the disease, yeah. Weil geheilt ist. Sie geht nach Afrika bei armen Menschen, dass sie 3 Monate lang, 4-mal war sie schon dort und er ist zu Hause, er ist geheilt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir werden auch berührt, wenn wir sowas sehen. Dann sind wir nicht mehr müde bei Arbeiten. Danke, Jesus. Danke. So, Sie brauchen keine Übersetzung, oder? Nein. So, Sie dürfen Mikrofon haben in der Hand. Seit wann kennen wir uns, Herr Brotz? Also kennen tun wir uns seit 7 Jahren, glaube ich. Was? Das weiß ich gar nicht. Doch, doch. Doch? Ja, da sind wir zu Familienexerzitien. Das erste Mal. Ach so, ja. Und dann kamen Sie, oder dann hat Ihre Frau, ist Ihre Frau da? Nein. Hat mich angerufen? Ja, also ich war einfach krank. Ich hatte Morbus Crohn, das wurde vor über 20 Jahren bei mir festgestellt. Und das war so bei mir, dass ich hinterm Magen, der Magenausgang hat sich verengt und ich musste mich immer übergeben. Und ich habe mich aber damit arrangiert, dass ich einfach immer kleine Portionen gegessen habe, aber an Familienfesten und so. Einfach an Festen musste ich mich eigentlich immer übergeben, weil es da viel auf einmal zu essen gab. Gut, und vor 3,5 Jahren war das dann so, dass ich auf einmal eine Gallenkolik hatte, eine Gallenblasenentzündung, musste ins Krankenhaus, wurde wieder entlassen nach einer Woche, durch Cortison ist es zurückgebildet worden. Und dann sind wir auf die Familienexerzitien in dem Sommer und nach dem Urlaub dann, hatte ich dann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und dann haben wir alles genau untersucht und festgestellt, dass diese Verengung hinterm Magen sich so zugezogen hatte, dass die Magensäfte ständig praktisch zurückgestaut wurden und die Organe angegriffen haben. Und der Chefarzt hat damals gesagt, da müssen wir eine Pankreaskopfresektion, heißt der Fachbegriff, machen. Das ist also eine OP zwischen 5 und 6 Stunden. Wo der ganze Magen rauskommt, wo die Bauchspeicheldrüse rauskommt, wo eigentlich die Ausgänge vom Magen neu gelegt werden mit Darmschlingen. Und also eine sehr aufwendige Operation. Und da hat meine Frau und ich erstmal begriffen, was das alles jetzt bedeutet. Und meine Frau hat dann der Schwester Margarita eine E-Mail geschrieben und das alles geschildert. Und hat einfach gebeten in der E-Mail, dass sie für mich betet. Und die Schwester Margarita hat dann sofort angerufen, dann habe ich, zu Hause. Will ich sagen, ich habe angerufen, habe gesagt, das reicht nicht, dass wir hier beten, sie soll ihn daher zu uns kommen bringen, das Haus Raphael. Wir werden hier bei der Allerheiligste beten. Ich war irgendwie, habe ich Gefühl gehabt, die müssen herfahren. Aber sie fahren etwa, wie viele Stunden? Ja, das sind 360 Kilometer von vielen 360 Stunden. Kilometer. Sind Sie gefahren, Sie sind auch gekommen. Und? Ja, wir waren dann, sind empfangen worden, da hatte die Schwester Margarete noch keine Zeit und wir waren da noch in der Kapelle im Haus Raphael, haben dort gebetet und nach einer Stunde hat sie uns dann hochgeholt und hat lange mit uns gesprochen, 1,5 Stunden, hat also alles Mögliche gefragt, wie wir leben, was wir machen und so weiter und wir sind dann mit ihr zusammen vor das Allerheiligste in die kleine Kapelle gegangen. Wir haben ja euch jetzt Anbetung, ist auch 24 Stunden, Tag und Nacht bei uns. Und dann sind wir Jesus gekommen, ja. Vor Jesus sind wir gekommen und da hat sie für mich gebetet und ich habe dann sofort im Geist geruht. Und ich wusste von Exerzitien, dass wenn Heilung geschieht, dass die Leute immer Hitze empfinden und ich bin wieder aufgewacht und habe noch Schwester Margarita beten hören, wie sie sagt, kostbares Blut Jesu, komm in seine Organe und heile ihn. Und ich bin eben dann wieder da gewesen und habe gemerkt, dass ich eine Hitze im Hals habe und war eigentlich ziemlich enttäuscht, weil ich ja darf ich das sagen? Ja. Er war sehr enttäuscht, hat er gesagt, das war nur ein bisschen Hitze hier. Dann habe ich gesagt, da beginnt ja das und dann werde das runtergehen. Ja, das muss man ein bisschen Zeit nehmen. Ne?
Und ja. Sind Sie denn fortgefahren? Also, ja, Sie haben gesagt zu mir noch damals, glauben Sie, Herr Polz, Jesus hat angefangen, Sie zu heilen, Sie müssen das glauben. Ja, und wir sind dann heimgefahren, haben im Auto Lobpreislieder gesungen und haben wirklich ganz große Freude und Frieden gehabt. Und meine Frau hat dann gesagt, Mensch, du kannst ja den Ton halten, das konntest du früher nie beim Singen. Ja, und ja, das habe ich gedacht, okay, die Stimme ist ja gut, vielleicht wird der Rest ja auch noch gut. Und auf dem Heimweg sind wir dann an Stuttgart vorbeigekommen. Und da gibt es einen Burger King an der Autobahn. Da habe ich gesagt, ich muss es jetzt probieren, ob Jesus mich ganz geheilt hat. Ja. Und, also früher musste ich mich immer übergeben, wenn ich in McDonald's war, weil ich halt so schnell gegessen habe, die Hamburger. Und ich bin da rein, habe mir so einen Big Whopper bestellt und habe den in 3-4 Minuten runtergeschlungen. Und, ja, und nach 20 Minuten war gut, ja, ich habe also nichts gespürt, nicht schlecht gewesen, war einfach klasse, ja, habe gedacht, Mensch, da ist was passiert. Und wir hatten aber schon den Termin im Krankenhaus, also 3 Wochen später, der Termin war schon fest für die OP und ich bin dann dorthin mit meiner Frau. Aber die 3 Wochen ist Ihnen gut gegangen, Sie haben ja, nicht sehr gespürt, gut, also Sie haben normal gegessen, ja. Alles bestens und ich bin dann und dorthin. Ich habe Ihnen dann nur gesagt, lassen Sie erstmal sich untersuchen lassen, bevor Sie zulassen für diese Operation. 6 Stunden lange Narkose und operieren, das Ganze alles innen drin, das unnötig. Sagen Sie das, Sie sind geheilt und er soll untersuchen. Ja, Gastroskopie also, machen wenigstens hier am Magen. Ja, ja, und also dann? Ich habe zum Chefarzt gesagt, dass ich die OP nicht machen lasse, weil es mir zu gut geht. Ja, ich habe gesagt, Sie können mir die Gallenblase rausnehmen, aber den Rest dann lassen wir, wie es ist. Und er hat dann zu mir, er ist richtig sauer geworden, hat gesagt, Herr Protz, ich habe OP-Team reserviert, das ist alles geplant und das geht jetzt nicht. Ich würde mich selber anlügen, hat er gesagt. Das ist wie auf der Autobahn bei einem Stau. Das geht mal besser, mal schlechter, aber wir müssen da jetzt eine finale Lösung herführen, dass das wieder gut ist. Ja. Habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, keine Chance. Und der ist dann wirklich halb sauer geworden und hat dann gesagt, also, dann machen wir jetzt die Magenspiegelung, dann wissen wir, woran wir sind. Und die Magenspiegelung kam dann und ich bin dann wieder aufgewacht und nach der Magenspiegelung und habe dann gesehen, dass der Koffer bei mir neben dem Bett lag. Und da habe ich gedacht, oh, gutes Zeichen. Und dann ist dann der Chefarzt gekommen im Oberarzt und hat gesagt, Herr Protz, Sie haben recht, diese Enge, die ist kompensiert. Die ist also nicht mehr da und das war wirklich... Die haben also über Jahre versucht, da durchzukommen mit Blähbällen, mit Cortison. Es ging nichts mehr. Es war wirklich zu und es ist wieder offen. Ja. Und ich habe das gemerkt schon beim Essen, wie das alles wieder gut läuft. Und kann nur sagen, danke Jesus. Wie lange her ist das? Das war jetzt vor 3,5 Jahren. So. Und seitdem. Sie sind geheilt. Wie haben Sie sich geändert im Leben? Nach der Heilung, dass der Herr noch ganz geheilt hat, was kann man machen? Was machen total Sie? Total geändert. Also wir beten morgens eine Stunde zusammen, wir stehen um 5 auf, wir beten eine Stunde zusammen, wir beten Rosenkranz, wir beten mit der Familie. Ich versuche zu evangelisieren, ich versuche Exerzitien zu organisieren. Also mein Leben hat sich total geändert und ich will eigentlich nur noch für Jesus leben. Ja, das ist der Junge da, der Sohn? Der Sohn? Wollte nicht was sagen? Ja, mein Sohn, der hatte auch eine Heilung erfahren. Er tut auch evangelisieren. Aber für ihn ist jetzt einfach noch zu, er ist noch zu klein und der, ja, er traut sich nicht, hierher zu kommen oder hier vorzukommen. Wo ist er? Ich weiß es nicht, wo er sich versteckt. Er hat sich versteckt. Du brauchst nicht kommen, Junge, bleib nur dort. Aber er hat auch sich geändert oder beten ist er aktiv, wo wir dort waren. Ja, die Stühle also, gebracht, das kleine Junge, das rennt ihm alles. Und also er ist 9 Jahre alt und er hat die Beichtstühle vor dem Gebetstag, wo wir letztes Jahr mit der Schwester Margarete in Villingen-Schwenningen gemacht haben, hat er die Beichtstühle hingerichtet, hat sich um alles gekümmert. Also es ist wirklich, es hat die ganze Familie verändert, ja, muss man sagen. Glaube du an Jesus Christus, du und deine ganze Familie wird gerettet. Ja. Tun deine Frau, tun deine Kinder, ja. Die ganze. Halleluja. Halleluja. Danke sehr.
So, Sie sind die, eine von ziemlich die Erste. Genau. Sie mit der ganze voll mit Belastungen gekommen waren zu uns, zu einer Exerzitien. Genau. Erzählen Sie ganz kurz. Ich bin 2007 das erste Mal hier im Haus Raphael gewesen. Ich kannte die Schwester Margarita gar nicht, sondern ich hatte 5 Unfälle vorher gehabt. Und nach diesem 5. Unfall konnte ich gar nichts mehr machen. Und dann kam im Mai mein Geburtstag. Und ich wollte einfach ein paar stille Tage machen in einem Kloster und bin dann auf Haus Raphael gekommen. Ich glaube, ich habe das in so einer CE-Zeitschrift gelesen. Bin dann, habe mich angemeldet, bin hierher gekommen und habe dann unten bei den Vorträgen gesessen. Und das weiß ich noch wie heute, Schwester Margarita erzählte von der Liebe Gottes und fragte uns alle, ob wir glauben, dass Gott uns liebt. Und alle haben Ja gerufen und ich dachte, das muss ich mir erst mal überlegen. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, also ich könnte das wohl glauben, aber ich könnte das gar nicht spüren. Und dann sagte Schwester Margarita, was? Sie können das nicht spüren, Sie gehen hier nicht raus, ohne dass Sie das gespürt haben. Und ich dachte, Hilfe, wo bin ich hier hingeraten? Ich habe richtig ein bisschen Angst gekriegt. Und ja, und das war der Anfang, also mit stillen Tagen war gar nichts mehr. Sie kam dann zu mir und sagte, ich soll dir sagen, Jesus hat dich persönlich hierher eingeladen. Also ich bin nach diesen Exerzitien erstmal zum Arzt, weil ich dachte, mit mir stimmt was nicht. Aber vorher war noch. Ja, dann kam mein Geburtstag und die Schwester hatte das dann mitbekommen. Weil das heißt, alle, die Geburtstag haben? Genau. Das habe ich vergessen heute, oder? Doch, heute? Nee, doch das war ja. Aber sonst bei den Exerzitien ja. Frage ich immer, wer hat heute Geburtstag? Und sie hat sich gemeldet. Ja, und ich wollte nach vorne kommen. Eigentlich schnell hinter mich bringen, hatte die Hand ausgestreckt, aber dann sagte die Schwester, nee, so weit sind wir noch gar nicht, kommen Sie mal nach vorne. Pfarrer Meier musste dann auch nach vorne. Und dann stand ich da in der Mitte und dann haben alle mir so die Hand ausgestreckt und ein Segenslied gesungen. Und das hat bei mir, also ich habe angefangen zu heulen, ich konnte gar nicht wieder aufhören. Jesus hat sie geschüttelt, richtig. Ja, aber Halleluja, ich habe große Freude gehabt. Und dann kam von unten in meinen Körper also so eine Liebe, das war unglaublich. Und dann fragte mich die Schwester, ob ich was gespürt hätte. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagte sie, haben Sie auch was gehört? Und das hatte ich auch. Also ich habe dann innerlich so eine Stimme gehört, die zu mir gesagt hat, vom Aschenputtel zur Prinzessin. Und dann sagte die Schwester, das habe ich auch noch nicht gehört. So, Dankeschön. Also sie ist dabei geblieben. Genau. Ich habe eine Ausbildung jetzt noch gemacht als Katechistin und habe mein Leben also um 180 Grad verändert. Meine Familie sagt, ich habe eine Gehirnwäsche hier bekommen, was ja auch stimmt. Und, das ist gut, dass man spinnt für Jesus Christus. Ich spinne auch. Und ich mache viel in der Evangelisation, eigentlich da, wo ich stehe, ob das bei der Bank ist oder im Zug oder Dankeschön. Schön, was der Herr macht, gell? Weit weg war sie von Jesus, der hat sie geholt. Ja, nicht sie, sie sind in Ordnung. So, das ist Schwester Benedikta. Ja. Ich komme aus der Gemeinschaft der Franziskanerinnen vom göttlichen Herzen Jesu in Gengenbach. Vom 16. bis 20. Februar 2015 durfte ich Exerzitien machen in Belgien von Schwester Margarita Valapilla und Herr Pfarrer Huber. Am Aschermittwoch, ein sehr großer Einschnitt in meinem Leben unter anderem, durfte ich eine große Gnade erfahren, die mich bis zum heutigen Tag überwältigt. Ich kann wieder vollständig hören. 7,5 Jahre habe ich Hörgeräte getragen, schon das zweite Paar, und es war bereits von einem dritten Paar die Rede, weil die Hörminderung sich sehr verschlechtert hat. An jenem Mittwoch fragte Schwester Margarita nach dem Lobpreis, glaube ich, wer trägt ein Hörgerät?
Und mit mir haben sich 7 Personen gemeldet. Wir wurden eingeladen, nach vorne zu kommen und die Hörgeräte aus den Ohren zu nehmen. Schwester Margarita und Pfarrer Huber kamen zu mir und beteten für mich. Als ich zu mir kam, nach dem Ruhen im Geiste, kniete Schwester Margarita neben mir und schnalzte mit den Fingern. So, ja, genau. Hören Sie das? Fragte sie. Ich antwortete ja. In meinen Ohren wurde es ganz heiß und ich war auch ganz durcheinander. Als ich an meinen Platz zurückkehrte, konnte ich nicht begreifen, was ich erlebte. Ich nahm Nebengeräusche wahr, die ich ohne Hörgeräte nicht mehr hören konnte. Beim Abendessen gab es Suppe in so Porzellanschalen. Und ich dachte, was ist auch das? Wenn man mit dem Löffel ans Porzellan klopft, dann gibt es so ein Geräusch. Und das habe ich einfach nicht mehr gehört und auch überhaupt nicht wahrgenommen. Und so brach ich in Tränen aus und ich konnte dann auch nichts mehr essen. Lauter Freude, oder? Ja, vor lauter Freude, ja. Nicht, dass wir sie geschlagen haben. Ich habe sie nicht geschlagen, nur sie haben geschlagen. In der Nacht von Aschermittwoch auf Donnerstag, nach Mitternacht, fand ich keinen Schlaf, denn ich hörte Türen, die aufgegangen sind, wo halt Mitglieder auf Toilette sind oder sonst wie. Waren Sie traurig denn? Nein, das war für mich ein neues Erlebnis, eine tiefe Erfahrung. Am Donnerstagmorgen nach dem Lobpreis auf dem Weg zum Frühstück summte ein Exerzitienteilnehmer ein paar Meter von mir entfernt ein Lobpreislied. Ich konnte gut hörend die Melodie aufvernehmen ohne Hörgeräte. Ich habe die Hörgeräte 3 Monate bei mir noch behalten. Und die ersten Tage nach den Exerzitien habe ich die Hörgeräte immer wieder in der Hand gehabt. Soll ich die jetzt anziehen oder nicht? Weil die ersten Tage war das immer so eine Befindlichkeit, wie wenn man Ohrstöpsel drin hätte. So, es war einfach noch komisch und dann habe ich gedacht, nein, Jesus hat mich geheilt, ich brauche die Hörgeräte nicht mehr. Ich habe doch dieses Kleppern da an der Porzellan, mit dem Löffel an der Porzellanschale gehört. Also ich höre und Jesus hat mich geheilt. Dann bin ich nach 3 Monaten zum Hörakustiker ins Geschäft, habe meine Hörgeräte abgegeben und dann habe ich gefragt, ob das möglich wäre, vielleicht eine Hörprüfung nochmal zu machen. Ja doch, das können wir machen, Schwester. Und dann, also wurde die Prüfung gemacht und die Mitarbeiter, eine Mitarbeiter hat den anderen gerufen, Mitarbeiterin die anderen gerufen. Das gibt es ja nicht. Dann hat der Leiter des Geschäftes gesagt, also sowas habe ich jetzt noch nie erlebt. Noch gar nie erlebt. Dann hat sie mich gefragt im Geschäft, was ist das denn für eine Schwester, was ist das im Haus Raphael? Dann habe ich halt kurz erzählt ein bisschen, da möchte man auch mal hin. Dann habe ich gesagt, immer herzlich willkommen. Jesus lebt auch heute noch, Halleluja. Gut gesagt. Ne? Wir brauchen solche Menschen, die Zeugnis geben, richtig von ganzem Herzen. Jedes Wort uns berührt einem. Ja, aber Sie haben alles sehr schön gesprochen. Vielen Dank. Sie dürfen wieder Platz geben. Ja.